New Leadership. Das ist eine riesige Frage. Wie lange haben wir Zeit? New Leadership heißt neue Führung und neue Führung gab es ja schon immer. Aber jetzt erleben wir einen Wandel in einem Tempo, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Sehr nah an den Menschen sein, sehr nah an den Bedürfnissen, sehr nah an der Unklarheit unserer Zeit und einfach auch sehr mutig sein, auch Entscheidungen abzugeben. Die Haltung entscheidet darüber, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit Menschen kommuniziere. Also diese Haltung zum Thema Führung, dass ich manchmal den Eindruck gewonnen habe, Leute glauben, es hat was mit einer Position zu tun und das was ist, was man einmal gelernt hat und dann für immer kann. Man merkt dann zumindest teilweise, dass man da nochmal von vorne anfängt. Und obwohl ich eigentlich von Anfang an eine Führungskraft auf Augenhöhe sein wollte, habe ich da gemerkt, dass ich es in meiner tatsächlichen Arbeit gar nicht so stark bin. Für uns war ein besonderer Fokus immer darauf, dass die Führungskräfte auch selbstreflexiv unterwegs sind. Also dieses Thema der Anschlussfähigkeit und Anpassungsfähigkeit auf die aktuellen Rahmenbedingungen, das war ein wichtiges Thema. Und dann dieses Thema People Empowerment und dann nachgelagert die, wir nennen das also das eine die Soft Skills und dann die Hard Facts rund um Führung. Und dass wir das gut austariert und in möglichen Einklang bringen, wenn nicht sogar die Priorität mehr auf dieses Thema Self-Leadership setzen. Wir haben dann ziemlich schnell festgestellt, dass das kein klassisches Programm ist, wo uns einfach einen ganzen Tag Input vorgehalten wird, sondern es war wirklich sehr interaktiv. Also wir haben das Konzept zusammen mit der Personalentwicklung entwickelt und jetzt auch umgesetzt und sind aber auch laufend am Anpassen. Ich arbeite die Dinge, die ich höre, gleich immer ein in mein Handout, zeige am nächsten Tag, ist das das, was ihr meint, und dann haben wir sozusagen immer angepasst. Wir müssen als Personalentwicklung uns erstens dieser Tatsache bewusst werden, dass wir nicht in Monaten Veränderungen gestalten, sondern eher in Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten. Aber New Leadership bedeutet auch, diesen Startschuss gesetzt zu haben, Future Skills, die den Führungskräften eben ermöglichen, dieses Tempo mitzugehen und gleichzeitig bei sich zu bleiben. Das ist das Schwierigste.